This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 30. Lesung des Buches Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, des ersten Bandes immer noch. Als ich vor knapp 2 Jahren, wir haben heute den 26. April 2020, angefangen habe, das Buch zu lesen und 3 Bände vor mir hatte mit knapp 2000 Seiten, dachte ich, das wird eine monumentale Aufgabe, das durchzuarbeiten, und das ist es auch weiterhin noch. Nur konnte ich mir damals nicht vorstellen, dass da so viele Dinge noch dazwischen kommen würden. So viele Dinge, so viele andere wichtige Projekte und wichtige Bücher, wovon ich kein einziges irgendwie schmälern möchte, weil ich dieses hier jetzt weniger lese. Nur, ich habe dadurch viel weniger Zeit, dieses Buch zu lesen oder diese Bücher zu lesen, als ich eigentlich erst dachte. Und habe mich jetzt heute doch wieder hingesetzt, um nochmal eine Lesung zu machen. Und das ist leider erst die 30. Es werden noch einige folgen, aber jetzt gehen wir im 7. Kapitel, das heißt die Gründung der Inquisition, wirklich ein wenig ans Eingemachte. Ich habe mir für das Video übrigens noch was einfallen lassen. Ich habe da so einen Stummfilm, wo ich da Bilder aneinandergereiht habe von einer guten halben Stunde über die Inquisition, den ich bereits gezeigt hatte bei Babylon Mysterien Religion, als es in dem Kapitel über die Inquisition ging. Und der Film dauert eine knappe halbe Stunde und den werde ich hier einfach mit einspielen und halt darüber lesen. Da muss ich mir weniger Arbeit machen, Bilder rauszusuchen, passend für diese Lesung. Weil ihr wisst ja, das ist immer sehr viel Arbeit, vor allen Dingen, da wir hier im 12., 13., 14. Jahrhundert hauptsächlich im Augenblick sprechen. Und aus der Zeit findet man im Internet gar nicht so leicht Bilder von den Personen, die man hier anspricht. Also von daher erleichtert das zumindest eine halbe Stunde, diesen Film zeigen zu können, schon mal ein wenig meine Arbeit, was die Videoarbeit angeht und das Lesen. Ja, da fangen wir dann jetzt mit an. Da habe ich mich auch schon lange drauf gefreut, um dieses vergessene Kapitel der Menschheitsgeschichte noch mal ein wenig in die Aufmerksamkeit der Menschen zu rücken. Also 7. Kapitel des Buches Geschichte der Inquisition im Mittelalter, die Gründung der Inquisition.
wo wir sprechen über das Prozessverfahren und die Organisation der Gerichtshöfe und das Vorgehen der Päpste und so weiter. Also passt auf, es ist sehr interessant. Auf Seite 341 fängt es an. Der Autor sagt hier, die allmähliche Organisation der Inquisition war nichts als ein Entwicklungsprozess, hervorgegangen aus der wechselseitigen Wirkung der staatlichen und sozialen Kräfte, die wir bereits in den vorgehenden Kapiteln geschildert haben. Die Albigenser-Kreuzzüge hatten dem offenen Widerstand nicht weniger zahlreich, die Albigenser-Kreuzzüge hatten dem offenen Widerstand gegen die Kirche ein Ende bereitet. Doch waren die Ketzer darum nicht weniger zahlreich und umso schwerer zu entdecken, je weniger sie an die Öffentlichkeit hinaustraten. Der Sieg der Gewalt hatte die Verantwortlichkeit der Kirche vermehrt, aber die riesige Ausdehnung der Ketzerei im 12. Jahrhundert zeigt, wie unvollkommen die Mittel waren, um dieser Verantwortlichkeit zu genügen. Wir haben gesehen, in wie verwirrter und unsichtbarer Art die Bischöfe die ihnen gestellten Aufgaben zu erfüllen gesucht hatten. Im Prinzip hat, sobald der Verdacht irgendeines verborgenen Verbrechens vorliegt, das Strafverfahren drei Stufen. Die Entdeckung des Verbrechers, den Nachweis seiner Schuld und endlich seine Bestrafung. Von allen Verbrechen war aber das der Ketzerei am schwierigsten zu entdecken und zu beweisen, und die für seine Ausrottung verantwortlichen Geistlichen waren meist auf jeder der drei Stufen in Verlegenheit, welche Schritte sie unternehmen sollten, um zum Ziele zu gelangen. In vielfältige Wirren verwickelt, wie sie durch das Überhandnehmen der weltlichen Interessen erzeugt wurden, pflegten die Bischöfe meistens zu warten, bis durch irgendein Gerücht ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen als ketzerisch bezeichnet wurden. Die verdächtigen Personen wurden alsdann zwar gefangen genommen, aber nur selten ließ sich ein zwingender Beweis ihrer Schuld erbringen. Denn meistens waren die Sektierer eifrig bemüht, sich in äußerer Übereinstimmung mit den orthodoxen Kirchengebräuchen zu halten, und die unvollkommene theologische Bildung der bischöflichen Beamten war gewöhnlich der Aufgabe nicht gewachsen, klugen und scharfsinnigen Menschen Geständnisse zu entlocken oder sie aus ihrem eigenen Munde zu überführen. Die gerichtliche Anwendung der Folter war glücklicherweise noch unbekannt. Man nahm seine Zuflucht zu dem barbarischen Mittel der Gottesgerichte, und zwar mit einer Häufigkeit, die nur zu sehr beweist, wie auffallend hilflos die Geistlichen der neuen und ungewohnten Aufgabe, die ihnen gestellt war, gegenüberstanden. Sogar der, zwischen Anführungszeichen, heilige Bernhard billigte dieses Hilfsmittel und im Jahre 1157 stellte es das Konzil von Reims als Regel für alle diejenigen Fälle, in denen man Ketzerei vermutete. Aufgeklärtere Geistliche betrachteten die Ergebnisse dieses Hilfsmittels mit wohlbegründetem Zweifel und Peter Cantor erwähnt mehrere Fälle, um zu zeigen, wie ungerecht es war. Eine arme, des Katharismus angeklagte Frau wurde so lange ohne Nahrung gelassen, bis sie im Beichtstuhl einem frommen Gedichanten ihre Unschuld beteuerte und von ihm den Rat erhielt, sich dem Gottesgerichte des heißen Eisens zu unterziehen. Sie tat es mit dem Erfolge, dass sie zweimal verbrannt wurde, einmal durch das heiße Eisen und das andere Mal auf dem Scheiterhaufen. Ein guter Katholik, gegen den kein anderer Verdacht vorlag als seine Armut und seine bleiche Farbe, sollte auf Befehl einer Versammlung von Bischöfen sich demselben Gottesgerichte unterziehen. Er weigerte sich aber, dies zu tun, solange die Bischöfe ihm nicht beweisen würden, dass es keine Todsünde sei, Gott zu versuchen. Diese Zartheit seines Gewissens reichte hin, ihn ohne weitere Verhandlungen der weltlichen Behörde auszuliefern und verbrennen zu lassen. Dank dem Studium des römischen Rechtes wurde indessen dieses Prozessverfahren in den Augen der Kirche immer unbeliebter. Der aufgeklärte, wie auch immer man das jetzt verstehen darf, Antichrist Innozenz III. Verbot kategorisch seine Anwendung im Jahre 1212, als der Bischof von Straßburg, Heinrich von Veringen, ausgedehnten Gebrauch davon machte, um eine Anzahl Ketzer zu überführen. So, hier gehen wir jetzt mal kurz in eine etwas nähere Erklärung rein, weil ich fragte mich gerade eben, ich habe das Buch hier selbst noch nicht vorgelesen, da habe ich wirklich die Zeit nicht zu, was ist jetzt hier gemeint mit diesen Gottesgerichten?
Und da habe ich mal kurz im Internet nachgeschaut. Und da geht es im Grunde um eine Feuerprobe. Die Feuerprobe ist ein archaisches Element der Gerichtsbarkeit, bei der eine Aussage durch Feuer bekräftigt wird. Dieses sogenannte Gottesurteil heißt also hier, die Feuerprobe gehörte zu den Gottesurteilen des Mittelalters, also genau da, wovon wir jetzt gerade drüber sprechen, durch die die Schuld oder Unschuld eines Angeklagten festgestellt wurde. Ein möglicher Anwendungsbereich war der als Keuschheitsprobe. Die Feuerprobe ist nicht zu verwechseln mit der Folter, deren Zweck es war, einen Angeklagten zum Geständnis zu bringen. Wir haben ja gerade eben gelehrt, die Folter kam erst später. Vorher gab es diese Feuerprobe. Die Feuerprobe war, wie andere Gottesurteile, bereits bei den Germanen und Angelsachsen und überhaupt in der Wikingerzeit sogar üblich. Nach der Christianisierung Skandinaviens, also Katholizierung, müssen wir das natürlich dann verstehen, war sie unter Aufsicht des Bischofs vorzunehmen. Es gab bei der Feuerprobe verschiedene Varianten. Erstens, der Angeklagte musste barfuß über 6 oder 12 rot glühende Pflugscharen gehen. Zweitens, der Angeklagte musste ein glühendes Eisen über eine Distanz von 9 Fuß oder mehr tragen. Und drittens, der Angeklagte musste seine Hand in ein Feuer stecken. Wenn der Angeklagte dabei unverletzt blieb, die Verletzung binnen kurzer Zeit, meist 3 Tage, verheilte und seine Verletzung nicht eiterte, galt seine Unschuld als erwiesen. Im gegenteiligen Fall wurde er bestraft. Und wie? Das hatten wir jetzt gerade eben gelesen. Wie andere Gottesurteile verschwand auch die Feuerprobe im 12. und 13. Jahrhundert und wurde durch säkulare Gerichtsbarkeit ersetzt. Antichrist Innozenz III., über den wir jetzt gerade hier lesen, schrieb um 1213 in einem Dekretale an den Erzbischof von Nidaros, dass das Kirchenrecht die Eisenprobe verwerfe. Das vierte Laterankonzil von 1215 verbot die Eisenprobe und die übrigen Gottesurteile. Sie wurde aber gleichwohl noch angewandt, so durch Inga, die Mutter Heiko Hankensons, die noch 1218 mit der Eisenprobe die adlige Herkunft ihres Sohnes bewies. So haben wir auch zumindest für mich, falls ihr es schon wusstet, ich wusste es nicht, dieses Gottesurteil geklärt, was das ist. Und dann fahren wir jetzt im Buch fort. Ebenso, fährt also der Autor fort, untersagte im Jahre 1215 das Laterankonzil, dem Beispiele Antichrist Alexanders III. Und Lucius III. Folgend, jedem Geistlichen ausdrücklich an der Anwendung von Gottesgerichten irgendwelcher Art teilzunehmen. Wie groß die Bedrängnis unwissender Prälaten sein musste, die sich eines so schnellen Mittels des Urteils Gottes zu erfahren beraubt sahen, beweist das Vorgehen des Bischofs von Besançon, als im Jahre 1170 die religiöse Ruhe seiner Diözese durch einige wundertätige Ketzer gestört wurde. Er wird als ein gelehrter Mann geschildert. Um jedoch seine Zweifel, ob die Fremden Heilige oder Ketzer seien, zu lösen, forderte er einen in der Nekromantie erfahrenen Geistlichen auf, die Wahrheit durch Befragung des Satans festzustellen. Also wenn ihr wollt, dann kann ich mich jetzt die nächste halbe Stunde alleine an diesem einen Satz aufhängen, was da alles nicht christlich dran ist, sondern was eben alles hier antichristlich ist. Ja. Aber ich erspare uns das. Ich lese den Satz noch einmal und ihr hört bitte aufmerksam zu und macht euch dann bitte eure eigenen Gedanken darüber, ob man nicht an diesem einen Satz schon erkennen kann, dass die ganze Ketzerverfolgung, also die Verfolgung der Gläubigen, die nicht das glauben, was die römisch-katholische Kirche vorschreibt, christlich oder antichristlich ist. Ja? Also, lesen wir nochmal den Satz. Er forderte einen in der Nekromantie erfahrenen Geistlichen auf, die Wahrheit durch Befragung des Satans festzustellen. Der schlaue Kleriker fand ein Mittel, den Teufel zu überlisten und ihm das Geständnis zu erpressen, dass die Fremden seine Diener seien. Sie wurden nunmehr ihrer satanischen Amulette, die ihnen als Schutz dienten, beraubt und von der Bevölkerung, die bis dahin auf ihrer Seite gestanden, erbarmungslos den Flammen überliefert. Als man zu den übernatürlichen Mitteln nicht mehr seine Zuflucht nahm, wurde das Verfahren so umständlich und so unsicher, dass es gegen ein so verbreitetes Übel und gegen so zahlreiche Übeltäter völlig unwirksam wurde. Im Jahre 1204,
also Anfang des 13. Jahrhunderts, berief der Erzbischof Guido von Reims den Grafen Robert, den Vetter des Königs Philipp, zusammen, um über einige in Brienne entdeckte Ketzer zu Gericht zu setzen. Das Ergebnis der Verhandlung war, dass die Unglücklichen verbrannt wurden. Als ferner im Jahr 1201 der Bischof Hugo von Nevers den Ritter von Châteauneuf des Katharismus anklagte, berief der Legat Octavian eine Versammlung nach Paris, die aus Erzbischöfen, Bischöfen und Universitätslehrern bestand, um den Ritter zu verhören. Auch er wurde verurteilt. Noch komplizierter wurde der Gang des Prozesses dadurch, dass Rom die höchste und allgemeine Jurisdiktion besaß und dass es infolgedessen solchen, die geschickt und reich genug waren, ermöglicht wurde, das Verfahren unendlich in die Länge zu ziehen und schließlich vielleicht zu entkommen. Das ist ein klein wenig anders als abgeändert, heute auch nicht anders. Ne? Vor allen Dingen, weil eben diejenigen, die viel Geld haben, organisiert sind in Freimaurer und anderen Logen und anderen Geheimorganisationen und sowieso immer freilaufen, weil der eine Freimaurer verurteilt den anderen nicht. Ja? Die Gerichte sind voll von Freimaurern und wenn du da angeklagt bist und du bist selbst Freimaurer, dann erhebt der Richter seinen Kodex der Freimaurerloge einem anderen Bruder nicht zu schaden über das Gesetz. Und deswegen finden wir oftmals im Gerichtsverfahren keine wirkliche Gerechtigkeit. Für diejenigen, die das nicht wussten, vielleicht ganz interessant. Und wir sehen ja, was für eine Geschichte. Deshalb, wir sprechen hier vom 13. Jahrhundert. Wenn du da reich warst, konntest du die Verfahren verschleppen und schlussendlich sogar entkommen. So wurde im Jahr 1211, sagt der Autor, ein Domherr von Langres der Ketzerei angeklagt und von seinem Bischofe vor einer Versammlung von Theologen gestellt, die ihn verhören sollte. Obgleich er sich zum Erscheinen verpflichtet und sogar seinen Bürgern gestellt hatte, blieb er aus und wurde nach dreitägigem Warten in Contumaciam verurteilt. Plötzlich tauchte er in Rom auf und rechtfertigte sich dort vor Innozenz, indem er behauptete, er sei gezwungen worden, den Eid zu leisten und einen Bürgen zu stellen, trotzdem er bereits an den Heiligen Stuhl appelliert hatte. Der Papst schickte ihn zum Erzbischof von Sens, dem Bischof von Nevers und dem Magister Robert von Corzon zurück und forderte dieselben auf, ihn auf seine Rechtgläubigkeit hin zu prüfen. Zwei Jahre später, 1213, finden wir ihn wieder in Rom, wo er erklärt, er habe sich gefürchtet, zur festgesetzten Zeit vor seinen Richtern zu erscheinen, weil die Stimmung des Volkes gegen die Ketzerei so stark sei, dass nicht nur alle Ketzer, sondern auch alle der Ketzerei Verdächtigen verbrannt würden. Er bat den Papst um seinen Schutz und um die Erlaubnis, in Rom sich vorschriftsmäßig reinigen zu dürfen. Innozenz schickte ihn von Neuem zu den Prälaten zurück mit dem Befehl, ihm sicheres Geleit und Schutz zu geben, bis sein Fall entschieden sei. Es ist gleichgültig, ob der Domherr schuldig oder unschuldig war, ob er verurteilt oder freigesprochen wurde. Auf alle Fälle beweist sein Geschick genügend, wie unmöglich es war, unter dem vorhandenen System die Ketzerei wirksam zu unterdrücken. Aber auch wenn es gelang, den Schuldigen zu überführen, entstand eine gleiche Ungewissheit im Betreff der Strafen. Bezüglich der Katharer, die im Jahr 1144 in Lüttich ein Geständnis abgelegt hatten und nur mit Mühe vor dem Pöbel, der sie verbrennen wollte, gerettet werden konnten, wandten sich die Kirchenbehörden an Lucius II. mit der Anfrage, was sie mit den Schuldigen anfangen sollten. Diejenigen, die im Jahre 1162 in Flandern ergriffen worden waren, schickte man zur Aburteilung an den damals in Frankreich befindlichen Alexander III., der sie seinerseits dem Erzbischof von Reims zurücksandte. Der Abt Willem von Vézelay besaß zwar die volle Jurisdiktionsgewalt, aber trotzdem fragte er, als er im Jahr 1167 einige geständige Ketzer in seiner Gewalt hatte, voll Verlegenheit die versammelte Menge, was er mit ihnen tun solle. Das erinnert mich an Pontius Pilatus, ne, der auch die Menge fragte, was soll ich denn hier mit Jesus tun? Ich finde keinen Fehler in ihm. Na? Ja. Die Menge, genau wie immer Bibel damals, schnell fertig mit dem Urteil, rief einstimmig, verbrenne sie, verbrenne sie.
Dies geschah, auch unbedenklich. Nur einer der Unglücklichen, der widerrief, wurde der Wasserprobe unterworfen und, als er durch dieselbe überführt worden war, öffentlich gegeißelt und vom Abte verbannt, obwohl das Volk auch seine Verbrennung gefordert hatte. Als im Jahr 1114 der Bischof von Soissons einige Ketzer durch die Wasserprobe überführt hatte, wandte er sich im Betreff ihrer Bestrafung an das Konzil von Beauvais. Aber das Volk, das die Milde der Bischöfe fürchtete, brach während der Abwesenheit des Bischofs in das Gefängnis ein und verbrannte die Unglücklichen kurzerhand. So, hier jetzt wieder die Frage, was ist denn die Wasserprobe? Auch das habe ich da mal kurz nachgeschaut. Wasserprobe als Gottesurteil. Die Wasserprobe steht am Anfang der historisch belegbaren Geschichte der Gottesurteile. Der erste schriftlich überlieferte Hinweis durch die Durchführung der Wasserproben stammt aus dem 3. Jahrtausend vor Christus im 10. Paragraphen des Codex Ur-Nammu, eines Gesetzesbuches, der auf den sumerischen König Unammu von Ur zurückgeht. Da wird eine Wasserprobe beschrieben, die in einem Fluss durchgeführt werden soll. Auch im Codex Hammurapi aus dem 18. Jahrhundert vor Christus stammt, wird ebenfalls eine Art Gottesurteil mit Hilfe des Elements Wasser beschrieben. Dann gibt es Wasserproben mit heißem Wasser, Wasserproben mit kaltem Wasser. Ja, mit heißem Wasser lesen wir hier zum Beispiel die juristische Wasserprobe mit heißem Wasser. Auch Kesselfang ist vermutlich die älteste Form des Gottesurteils in Europa, die auch in den ältesten Gesetzestexten erwähnt wird. Der Angeklagte musste dabei mit nacktem Arm einen Ring oder einen kleinen Stein aus einem Kessel mit kochendem Wasser holen. Hand und verbrühter Arm wurden anschließend verbunden und versiegelt. Nach einigen Tagen wurde der Verband entfernt. Wenn die Wunde nicht eiterte, war die Probe bestanden, die Unschuld also bewiesen. In einer anderen als Kesselfang bezeichneten Variante mussten die Angeklagten einen Kessel mit siedendem Wasser auffangen. Letztere Form wurde insbesondere als Keuschheitsprobe angewendet. Und über die Wasserproben mit kaltem Wasser spreche ich mich jetzt nicht weiter aus. Das sind auch ganz einfache Informationen, die man mit einer Wortsuche im Internet finden kann. Wasserprobe als Gottesurteil, Feuerprobe als Gottesurteil. Und dann könnt ihr euch darüber gerne selbst weiter informieren. Ich fahre in dem Buch fort, aber ich fand das eine interessante extra Informationen, um das mal eben nachzuschauen, zumindest so weit, dass wir eine Idee haben, über was wir hier sprechen. Ne? Weil hier wurde ja jetzt gerade die Wasserprobe gemacht und er als Ketzer eben überführt. Wohl fehlte es der Kirche nicht an einer Organisation, um dem ihr übertragenen Amte der Ketzerunterdrückung nachzukommen. Aus den Anweisungen des Papstes und Antichristen Zacharias an den heiligen Bonifatius ergibt sich, dass in den ersten Tagen der karolingischen Wiedergeburt der einzig anerkannte Weg, über die Ketzer zu verfügen, darin bestand, ein Konzil zu berufen und die überführten Schuldigen zur endgültigen Aburteilung nach Rom zu schicken. Die zivilisatorische Politik Karls des Großen machte jedoch wirksamen Gebrauch von allen Mitteln, die geeignet waren, die Ordnung und Sicherheit im Reiche aufrechtzuerhalten, und in diesem Systeme wurde den Bischöfen eine wichtige Stellung eingeräumt. Sie mussten, zusammen mit den weltlichen Beamten, also Kirche und Staat zusammen, alle abergläubischen Gebräuche und Überreste des Heidentums mit Eifer beseitigen. Heidentums ist hier wohl eher Christentum, wenn wir das richtige Verständnis haben, nicht wahr? Mussten unaufhörlich ihre Diözese bereisen und alle von Gott verabscheuten Verbrechen durch strenge Strafen abzustellen suchen. Auf solche Weise wurde eine bedeutende Jurisdiktionsgewalt in ihre Hände gelegt, wenngleich sie auch in dieser Hinsicht dem Staate unterstanden. Als während der Unruhen, die auf die Teilung des Reiches folgten, das Lehnwesen aus den Trümmern der Monarchie hervorging, entzogen sich die Bischöfe allmählich der Abhängigkeit von der Krone und verlangten ausgedehnte Rechte und Machtvollkommenheiten durch das kanonische Recht, welches hinfort dem bürgerlichen oder Munizipalrechte übergeordnet wurde. Das wird's heute auch noch, nur erzählt euch das keiner mehr. So entstanden die geistlichen Gerichtshöfe, die mit jedem Bistum verbunden waren und über ein stets sich vergrößerndes Gebiet der Rechtsprechung ausschließliche Jurisdiktion besaßen.
denn alle auf dem Glauben sich beziehenden Irrtümer gehörten zu ihrer Kompetenz und konnten nur von ihnen abgeurteilt werden. Über das Anwachsen der geistlichen Jurisdiktion aufgrund der falschen Dekretalen während der durch den Fall der Karolingischen Reiches erzeugten Anarchie kann man ausführlich nachlesen in Lias Buch Studies in Church History, zweite Ausgabe. So sagt der Autor uns hier in einer Fußnote dazu. Die Organisation und die Befugnisse dieser Gerichtshöfe erhielten nach der Mitte des 12. Jahrhunderts einen mächtigen Aufschwung durch das Studium des römischen Rechtes. In solchem Grade waren die Geistlichen die Träger der Bildung jener Zeit, dass es anfangs außer ihnen nur wenige gab, die imstande waren, in die Geheimnisse des Codex und der Digesten einzudringen. Ja, der Codex, da sprechen wir vom Codex Justinianus. Sogar noch in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts beklagt Roger Bacon, dass ein weltlicher Jurist, selbst wenn er gänzlich unbewandert sei im kanonischen Recht und in der Theologie, doch weit bessere Aussichten auf hohe Beförderung habe als ein Theologe. Mit Bitterkeit ruft er aus, die Kirche werde zum großen Schaden des christlichen Volkes von Advokaten regiert. Na, die Kirche werde zum großen Schaden des katholischen Volkes, muss man das natürlich lesen, von Advokaten regiert. Und wir werden heute von Virologen regiert im Jahr 2020. So hatte das römische Recht schon lange, bevor die Lehns- und Herrengerichtshöfe seinen Einfluss fühlten, die Grundsätze und Praxis des kirchlichen Prozessverfahrens wesentlich geändert. Der alte Archidiakonus musste, wenn auch widerwillig, seinen Platz dem bischöflichen Richter überlassen, der unter dem Namen Offizial oder Ordinarius bekannt ist und gewöhnlich Doctor Utriusque Juris des bürgerlichen und kanonischen Rechtes war. Die Wirkung dieser Änderung machte sich bald fühlbar, indem die kirchliche Rechtsprechung in ein System gebracht wurde, das ihr einen unendlichen Vorteil über das rohe Verfahren des Lehns- und Gewohnheitsrechts verlieh. Außerdem waren diese bischöflichen Gerichtshöfe bald von einer Menge geistlicher Advokaten umgeben, deren Eifer für ihre Klienten oft ihre Diskretion übertraf und die wir als die ersten mittelalterlichen Vertreter des heutigen Juristenstandes betrachten dürfen. Hier geht der Autor wieder in eine Fußnote, in der er sagt, bezüglich der Schnelligkeit, mit der die Kirche das römische Recht sich aneignete, siehe die Sammlung der Dekretale Alexanders des Dritten. Das ist Post-Lateran-Konzil erschienen, also nach 1215, müssen wir so verstehen. Nach dem Beispiel des Weltlichen gab es auch für den geistlichen Strafprozess drei Formen des Verfahrens. Die Accusatio, Denunciatio und Inquisitio. Also Accusatio, verstehe, ist die Anklage, Denunciatio ist die Denunzierung und Inquisitio ist die Unterfragung. Mal sehen, ob ich soweit recht habe, der Autor wird sicher gleich erklären. Bei der Akkusation, also Accusatio, gab es einen Ankläger, der sich ausdrücklich für verantwortlich erklärte und der im Fall des Misserfolges zur Talio, das heißt zum Schadenersatz, verpflichtet war. Die Denunciatio war eine amtliche Handlung eines öffentlichen Beamten, zum Beispiel des Testis Synodales oder eines Archidiakons, der den Gerichtshof zusammenrief und ihn bat, gegen die zu seiner amtlichen Kenntnis gelangten Übeltäter ein Strafverfahren einzuleiten. Bei der Inquisition ließ der Ordinarius den verdächtigen Verbrecher kommen und, wenn nötig, ins Gefängnis setzen. Alsdann wurden ihm die Anklage oder die Capitula Inquisitionis mitgeteilt und er darüber verhört, jedoch mit der Einschränkung, dass kein der Anklage fremdes Moment später zur Verschlimmerung des Falles hinzugefügt werden könne. Wenn der Angeklagte nicht zu einem Geständnisse gebracht werden konnte, schritt der Ordinarius zur Vernehmung der Zeugen. Das Zeugenverhör fand nicht in Gegenwart des Angeklagten statt, doch wurden ihm ihre Namen und Aussagen mitgeteilt. Der Angeklagte konnte dann seinerseits Entlastungszeugen vorladen lassen und sein Advokat hatte reiche Gelegenheit, ihm durch Beweise, Einwände und Berufungen zu verteidigen.
Der Ordinarius fällte schließlich das Urteil. Stand die Schuld nicht sicher fest, dann schrieb er die Purgatio Canonica oder den Reinigungseid vor, den der Angeklagte mit einer bestimmten Anzahl von Standesgenossen, mehr oder weniger je nach der Schwere des Falles, leisten musste. War aber der Angeklagte durch das Inquisitionsverfahren überführt worden, so war ihm die auferlegte Strafe leichter als bei der Acquisatio oder Denunciatio. Man verhehlte sich nicht die Gefahr, die in einem Prozessverfahren lag, in welchem der Richter zugleich Ankläger war. Darum musste auch ein Mensch, ehe der Ordinarius gegen ihn das Inquisitionsverfahren einleiten konnte, allgemein und nicht etwa nur von wenigen oder von seinen Feinden oder von unglaubwürdigen Leuten für schuldig gehalten werden. Es musste also begründete Ursache vorhanden sein, ihn für schuldig zu halten, ehe die dem Richter übertragene außerordentliche Machtvollkommenheit ausgeübt werden konnte. Es ist wichtig, sich dieser durchaus billigen Bestimmung des bischöflichen Gerichtsverfahrens zu erinnern, wenn wir zur Betrachtung der verschiedenen Methoden übergehen, die die Inquisition auf dieser Grundlage errichtete. In der Theorie gab es auch bereits ein vollständiges System einer allgemeinen Inquisition oder dauernde Nachforschung nach Übeltaten, einschließlich der Ketzerei. Da die Ketzerinquisition auf diesem System sich aufbaute, müssen wir ihm eine kurze Betrachtung widmen. Der Gedanke, in systematischer Weise nach etwaigen Gesetzesübertretungen zu forschen, war mehr der weltlichen als der kirchlichen Jurisprudenz vertraut. Zwar gab es im römischen Recht keinen öffentlichen Ankläger, doch war nach demselben der Herrscher oder der Prokonsul verpflichtet, auf alle Verbrecher zu fahnden und sie zu bestrafen. Septimius Severus machte 202 die Verfolgung der Christen zu einer besonderen Aufgabe dieser amtlichen Inquisition. Jetzt überlege ich gerade, ob 202 hier ein Druckfehler ist und 1202 heißen soll, da wir ja normalerweise hier im 13. Jahrhundert sind. Also ich gehe mal davon aus, dass die Zahl 202 hier 1202 heißen sollte. Septimius Severus machte 202 oder 1202 die Verfolgung der Christen zu einer besonderen Aufgabe dieser amtlichen Inquisition. Lesen wir mal weiter, dann werden wir sehen, ob es 202 richtig ist oder 1202 heißen soll, weil im 3. Jahrhundert wurden ja die Christen auch bereits verfolgt, dürfen wir ja nicht vergessen. Die Missi Dominici Karls des Großen waren Beamte, die das Reich durchzogen und nach allen Fällen von Unordnung, Verbrechen und Ungerechtigkeit forschen mussten und sowohl über die geistlichen wie über die Laien richterliche Gewalt besaßen. Also wird 202 hier richtig sein, weil wir gehen dann in der Geschichte weiter, sprechen über Karl der Große, das ist im 9. Jahrhundert, also geht es einmal um das 3. und einmal um das 9. Jahrhundert. Sie hielten ihre Gerichtssitzungen viermal im Jahr, schenkten allen Klagen und Anklagen ein williges Ohr und waren ermächtigt, alles Unrecht wieder gut zu machen und alle Übeltäter, wes Ranges und Standes sie auch sein mochten, zu bestrafen. Diese Einrichtung wurde von den Nachfolgern Karls des Großen so lange beibehalten, als sich die königliche Macht selbst behaupten konnte. Und sobald nach der Kapetingischen Revolution die neue Dynastie über eine Jurisdiktion verfügte, die über die engen Grenzen ihres Lehnsgebietes hinausging, führte sie gleichfalls das System der Inquisitoren ein, um durch dieselben die königlichen Beamten zu kontrollieren und die rechtmäßige Beobachtung der Gesetze zu sichern. Derselbe Gedanke zeitigte die sogenannten fliegenden Gerichtsstände Englands, und zwar schon seit den Assisen von Clarendon 1166. Im Anschluss an die angelsächsische Organisation mussten in jedem 100 und jedem 10 Familienverbande die gesetzeskundigen Männer der Nachbarschaft alle, die öffentlich im Verdachte eines Verbrechens standen, verhören und bestrafen, wodurch das ehrwürdige System der Grand Jury oder Grand Jury ins Leben gerufen wurde, ein System, das wir an und für sich als das Vorbild der beginnenden päpstlichen Inquisition betrachten dürfen. Einen ähnlichen Charakter hatten die Inquisitoren und Manifestoren, die wir im Jahre 1228 in Verona antreffen und die der Staat zur Entdeckung und Bestrafung der Gotteslästerer verwandte.
Noch deutlicher ist die Analogie bei den Jurados Sardiniens im 14. Jahrhundert, Einwohnern, die in jedem Distrikt ausgewählt und eidlich verpflichtet wurden, alle Verbrechen zu untersuchen, die Übeltäter gefangen zu nehmen und zum Verhör vor Gericht zu bringen. Die hier angeschlossene Fußnote ist lediglich ein Verweis auf die Quellen, die gebraucht wurden, um diese Aussage in dem Buch treffen zu können. Die Kirche, fährt der Autor fort, nahm ganz naturgemäß dasselbe System an. Wir haben soeben gesehen, dass Karl der Große seinen Bischöfen befahl, in dem ganze Gebiete ihrer Diözesen eifrigst Visitationen vorzunehmen und nach allem Unrechte zu forschen. Mit dem Wachstum der kirchlichen Organisation wurde diese Untersuchungspflicht der Bischöfe wenigstens dem Namen nach vollendet und organisiert. Schon zu Beginn des 10. Jahrhunderts, ja, wir sprechen ja hier über Karl der Große, der hat von 800 an regiert, also 9. Jahrhundert. Jetzt gehen wir hier einen kleinen Sprung machen ins 10. Jahrhundert. Schon zu Beginn des 10. Jahrhunderts finden wir eine fälschlicherweise dem Papste Eutychianus zugeschriebene Praxis, die später von der Inquisition nachgeahmt wurde. Wenn nämlich der Bischof auf seiner Visitationsreise in eine Pfarrei kam, so wurde das ganze Volk zu einer Ortssynode versammelt. Alsdann wählte der Bischof 7 Männer von reifem Alter und anerkannter Unbescholtenheit aus, die durch einen Eid auf die Reliquien sich verpflichten mussten, ohne Furcht und Gunst zu offenbaren, was immer sie jetzt oder später von einem Verbrecher hörten oder wussten. Ja, hier schlägt natürlich das Herz eines bibelgläubigen Christen gleich so viel höher, indem wir ganz deutlich erkennen, wir dürfen keine Eide schwören, wir dürfen überhaupt nicht schwören nach der Bibel, die uns an zwei Stellen im Neuen Testament sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein und alles Weitere ist vom Übel. Und, wie es hier dann auch noch steht, einen Eid auf die Reliquien sich verpflichten mussten. Ja, und Reliquien, also Abbilder, Götzen sind sowieso im wahren Christentum verboten. Also man sieht bereits an solchen Sachen, welcher Geist hier hinter ist. Es ist selbst in dieser Gründung der Inquisition, wo sich hier die Kirche an der Welt ein Vorbild nimmt, überhaupt ganz klipp und klar deutlich, dass die römisch-katholische Kirche absolut nichts mit der Lehre der Bibel zu tun hat. Diese Testsynodal, also Synodalteste oder Synodalzeugen wurden, wenigstens theoretisch, eine feste Einrichtung der Kirche. Und es wurden lange Formulare für diese Verhöre aufgestellt, die den Bischöfen bei ihrer Untersuchung als Richtschnur dienen sollten, um keine Sünde oder Unsittlichkeit dem forschenden Blicke zu entziehen. Wie vollständig indessen diese ganz klug erdachte Einrichtung von den Bischöfen vernachlässigt wurde, zeigte sich, als 1246 der Reformbischof von Lincoln, Robert Grosseteste, auf Veranlassung der Franziskaner eine solche allgemeine Prüfung der sittlichen Beschaffenheit des Volkes in seiner ganzen Diözese vornehmen ließ. Das ganze Volk war höchst überrascht, und als seine Archidiakone und Dekanten Adlige wie Bürger vor sich kommen ließen und unter Eid, wie es die kirchlichen Gesetze verlangten, eine Untersuchung mit ihnen anstellten, kamen so ärgerniserregende Dinge ans Licht, dass König Heinrich III. Einschreiten und seinen Baillis befehlen musste, der Sache ein Ende zu machen. Baillis, das sind Baileys, wie nennt man das jetzt im Englischen, weiß ich auch nicht, das sind halt Gerichtsbeamte, ne, die die Arbeit des Richters unterstützen. Ne. Wir gehen hier auch kurz in eine Fußnote am Ende der Seite 350 und lesen dort über die langen und fruchtlosen Bemühungen der Kirche, dieses System der Tests synodal nutzbar zu machen. Siehe Benedikt der 14., also Antichrist, Papst Benedikt der 14. und seine veröffentlichte Arbeit de Synodo Diocesana, also die Synode der Diözese, und Buch Nr. 4, Kapitel Nr. 3. Und noch im Jahre 1590 stellt der zwischen Anführungszeichen Heilige Toribio in seinen Diözesansynoden von Lima Anweisungen über ihre Pflichten auf. So, soweit
die Fußnote zu diesem Thema hier. So besaß die Kirche eine Organisation, die zur Entdeckung und Prüfung der Ketzer wohl geeignet war. Was ihr aber fehlte, waren die Männer, die diese Organisation nutzbar machten. Die Fortschritte der Ketzerei bis zu den Albigenserkreuzzügen ist ein offenbarer Beweis dafür, wie die unwissenden Prälaten jener Zeit ihre Pflicht vollständig vernachlässigten. Von weltlichen Sorgen in Anspruch genommen, dachten sie nur daran, wie sie ihre Temporalien beschützen und ihre Einkäufe vermehren konnten. Spätere Päpste bemühten sich zwar, den Pflichteifer dieser pflichtvergessenen Prälaten aufzustacheln und sie zu veranlassen, die ihnen zu Gebote stehenden Mittel zu einem systematischen und energischen Streifzuge gegen die täglich bedrohlicher werdenden Ketzer anzuwenden, aber ihre Bemühungen blieben erfolglos. So verkündete auf der Prälatenversammlung, die im Jahre 1184 der Zusammenkunft zwischen Lucius III. Und Friedrich Barbarossa in Verona folgte, der Papst auf Drängen des Kaisers und mit Zustimmung der Bischöfe seine Dekretale, welche, wenn sie streng und energisch befolgt worden wäre, eine bischöfliche Inquisition statt der päpstlichen ins Leben gerufen haben würde. Zu dem Eide, auf den wir in einem früheren Kapitel schon hingewiesen haben, und der jedem Herrscher vorschrieb, der Kirche bei der Verfolgung der Ketzerei beizustehen, wurde der für alle Erzbischöfe und Bischöfe geltende Befehl gefügt, entweder selbst oder durch ihre Archidiakonen oder andere geeignete Persönlichkeiten ein- oder zweimal jede Pfarrei, wo der Verdacht der Ketzerei vorlag, zu besuchen und zwei oder drei gut beleumundete Männer oder, wenn nötig, die Bevölkerung der Umgegend eidlich zu verpflichten, jeden bekannt gewordenen Ketzer sowie jede Person, die geheime Konventikel abhielt oder in ihrer Lebensweise irgendwie von den Gläubigen im Allgemeinen abwich, anzuzeigen. Im Englischen spricht man hier auch von Snitches, ja, Verräter, ja, Denunzianten, sag ich mal, ist das deutsche Wort. Ne? Denn der größte Feind im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Das war damals schon so und das ist heute zu Corona-Zeiten nicht anders. Und achtet auf meine Worte, wenn dieses Video rauskommt, wie sich die Welt in der Zwischenzeit zwischen dem 26. April 2020, wo ich das Video aufzeichne oder das Audio hier aufzeichne und es dann veröffentliche, verändert hat. Und es gibt heute schon Aussagen in den Vereinigten Staaten von Amerika darüber, dass Leute, die eventuell krank sind oder wie auch immer und sich verbergen, angezeigt werden müssen. Ja? Denunziert werden müssen. Ja? Das ist doch hier im Grunde nichts anderes. Ne? Ohne Denunzianten hätte die Inquisition nicht die Menge an Opfern hervorgebracht, die sie schlussendlich hervorgebracht hat. Und das, meine lieben Brüder und Schwestern, sind weit, 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 weit mehr als nur die, zwischen Anführungszeichen, nur die 50 Millionen, von dem am Anfang dieses Videos im Lied die Sprache ist. Ja? Weit, 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 weit mehr. Alsdann sollte der Bischof die ihm namhaft gemachten Personen vorladen und sie, falls sie in einer ihm angemessen erscheinenden oder dem Ortsgebrauch entsprechenden Weise sich nicht reinigen konnten, nach seinem Gutdünken bestrafen. Auch alle diejenigen, die aus Aberglauben die Eidesleistung verweigerten, das ist also ganz deutlich, sind das bibelgläubige Christen, ja? Das ist nämlich ein Aberglaube gegenüber der römisch-katholischen Kirche, ein Gegenglaube, nämlich der wahre Glaube. Und die leisten eben aufgrund ihres Glaubens, verweigern sie die Eidesleistung, eben weil in der Bibel steht, du sollst nicht schwören. Ja? Auch alle diejenigen, die aus Aberglauben die Eidesleistung verweigerten, sollten ipso facto verurteilt und wie Ketzer bestraft werden. Hartnäckige Ketzer, die sich weigerten, abzuschwören und nach gebührender Bestrafung wieder in den Schoß der Kirche zurückzukehren, sowie diejenigen, die nach der Abschwörung wieder rückfällig wurden, sollten dem weltlichen Arme zu angemessener Bestrafung ausgeliefert werden.
Also wieder einmal sehen wir hier die wunderbare Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat. Die Kirche verurteilt und der Staat verfolgt und exekutiert. Das alles war an sich nichts Neues. Es war vielmehr lediglich der Versuch, die vorhandenen Einrichtungen in der rechten Weise auch auszunutzen und in den Bischöfen das Gefühl für ihre Pflicht von Neuem zu erwecken. Von Wichtigkeit war indessen die Bestimmung, dass in Sachen der Ketzerei alle Exemptionen, also Ausnahmen, von der bischöflichen Jurisdiktion aufgehoben und auch die privilegierten Mönchsorden, Franziskaner und Dominikaner hauptsächlich, die sonst direkt von Rom abhängig waren, den Bischöfen unterstellt werden sollten. Weiterhin wurden alle Begünstiger der Ketzerei für unfähig erklärt, als Advokaten oder Zeugen aufzutreten oder irgendein öffentliches Amt zu bekleiden. Wir haben schon gesehen, dass dieser Versuch, die Hierarchie aufzuwecken, fehlschlug. Übrigens hätten ihre Mitglieder, auch wenn sie eifriger gewesen wären, bei der vorherrschenden Gleichgültigkeit der weltlichen Machthaber doch nur wenig auszurichten vermocht. Als der Bischof von Castello an Antichrist Lucius III. Schrieb, dass die Katharer Venedig viele Proselyten machten und um Verhaltungsmaßregeln bat, konnte ihm der Papst nur erwidern, den Ketzern, die er zurückgewinnen könne, sollte er geeignete Strafen auferlegen und sich von ihnen die schriftliche und unter Bürgschaft ausgestellte Versicherung geben lassen, dass sie bei einem etwaigen Rückfalle der Konfiskation sich unterwerfen wollten, also Beschlagnahmung ihrer Güter. Die hartnäckigen Ketzer dagegen sollte er öffentlich exkommunizieren und den Dogen und das Volk zu veranlassen suchen, den Umgang mit ihnen zu meiden, sie zu verfolgen und ihre Güter unter ihre rechtgläubigen Verwandten zu verteilen. Das war weniger ermutigend. Die Waffen rosteten in den Händen der Bischöfe immer mehr und die Ketzer wurden immer zahlreicher und dreister, sodass Rom zur Behauptung seiner Herrschaft nichts anderes übrig blieb, als die Gläubigen zu den Waffen zu rufen. Es schreckte auch vor diesen brutalen Mitteln nicht zurück. Er kannte aber auch zugleich, dass der Sieg seiner Kreuzheere ein verhältnismäßig unfruchtbarer Triumph sein würde, wenn nicht ein organisiertes Verfolgungssystem dazu käme. Während Montfort und seine Scharen die Helfershelfer der Ketzerei, die im Felde Widerstand zu leisten versuchten, erschlugen, trat im Jahr 1209 in Avignon unter dem Vorsitz des päpstlichen Legaten Hugo ein Konzil zusammen, welches eine Reihe von Verordnungen erließ, die im Allgemeinen nichts anderes als eine Wiederholung der vor 25 Jahren von Antichrist Lucius III. Vergebens aufgestellten Bestimmungen waren. Die wichtigste Änderung bestand darin, dass in jeder Pfarrei den als Synodalzeugen oder Ortsinquisitoren der Ketzerei handelnden Laien ein Priester zugestellt werden sollte. Aufgrund dieser Abmachungen, die im Jahre 1215 von dem Konzil von Montpellier wiederholt wurden, ging man nun eifrig ans Werk der Verfolgung und Verbrennung. Als im Jahr 1215 das Laterankonzil zusammentrat, um den Eroberungen der Kirche eine feste Grundlage zu geben, wiederholte es die Befehle von Antichrist Lucius III. Ein anderes Mittel schien weder nützlich noch erforderlich. Wenn diese Befehle ausgeführt wurden und um ihre Ausführung zu erzwingen, beschloss man, dass ein jeder Bischof, der die erste Pflicht versäumte, abgesetzt und durch einen anderen ersetzt werden sollte, der willig und fähig war, die Ketzer zu zermalmen. Diese Drohung des obersten Konzils der Christenheit, diese Drohung des obersten Konzils des Katholizismus verhallte indessen wirkungslos. Wohl gab es hier und da ernste Fanatiker wie Fulco von Toulouse oder Heinrich von Straßburg, die sich die Unterdrückung der Ketzerei angelegen sein ließen. Aber die meisten Prälaten blieben ebenso säumig wie vorher und von einer ausdauernden und systematischen Bemühung, die so streng empfohlene Inquisition aus der Theorie in die Praxis überzusetzen, war keine Spur zu sehen.
Im Jahr 1227 befahl das Konzil von Narbonne gebieterisch allen Bischöfen in jeder Pfarrei Synodalzeugen einzusetzen, die nach Ketzerei und anderen Übeltaten forschen und darüber an die bischöfliche Behörde berichten sollten. Allein die guten Prälaten jeder Versammlung, zufrieden mit dieser Beurkundung, mit dieser Bekundung ihres Eifers, ließen nach ihrer Trennung die Dinge gehen, wie sie wollten. Wir bedürfen kaum der Versicherung des Lukas von Tui, eines Zeitgenossen, dass die Bischöfe zum größten Teil der Ketzerei gleichgültig gegenüberständen und dass einige von ihnen sogar aus niedriger Gewinnsucht die Ketzer beschützten. Wenn man ihnen dies zum Vorwurf mache, dann erwiderten sie: Wie können wir Leute verurteilen, die weder überführt noch geständig sind? Ebenso wenig Erfolg hatte das Konzil von Béziers im Jahr 1234, als es allen Pfarrpriestern ernstlich befahl, Listen sämtlicher der Ketzerei verdächtigen Eingesessenen aufzustellen und ein wachsames Auge auf sie zu richten. Angesichts dieser Gleichgültigkeit der Bischöfe haben die Päpste versucht, die Inquisition ihren Legaten zu übertragen. In dem Maße, in dem die päpstliche Jurisdiktion unter dem System Antichrist Gregors VII. Sich ausdehnte, war der päpstliche Legat ein sehr brauchbares Werkzeug geworden, um der päpstlichen Macht auch auf die inneren Angelegenheiten der Diözesen Einfluss zu verschaffen. Als unmittelbare Gesandte und Bevollmächtigte des Stellvertreters Gottes trugen die Legaten die oberste Gewalt des Heiligen Stuhls bis in die fernsten Winkel des Katholizismus, nicht Christenheit, hinein und übten sie auch dort aus. Es war daher unvermeidlich, dass man auch sie dazu verwandte, lange Verfolgungen ins Werk zu setzen. Wir haben schon gesehen, welche Rolle sie in der Albigenser-Sache spielten, von der Zeit Heinrichs von Citeaux an bis zu der des Kardinals Romano. In Ermangelung eines methodischen Prozessverfahrens wurden sie sogar in besonderen Fällen dazu verwandt, der Unwissenheit der Bischöfe zu Hilfe zu kommen. So zum Beispiel, als im Jahre 1224 Antichrist Honorius III. Dem Bischof Konrad von Hildesheim befahl, den wegen Verdachts der Ketzerei von ihm gefangenen gehaltenen Propst von St. Marien in Goslar, Heinrich Minneke, von den Legaten Konrad, Kardinal von Porto zu vor den Legaten Konrad, Kardinal von Porto zu bringen. Nach dem Vertrage von Paris 1229 begegnet uns in Toulouse ein sehr beachtenswertes Beispiel dieser mit der Aufgabe des Bischofs konkurrierenden Tätigkeit des Legaten. Zugleich lässt uns dieses Beispiel erkennen, wie unvollkommen der Begriff war, den man sich damals noch von der entstehenden Inquisition machte. Nach seiner Aussöhnung mit der Kirche kehrte Graf Raimund im Juli in seine Besitzungen zurück. Der Kardinallegat Romano folgte ihm, um die Ausführung des Vertrages zu überwachen, sowie die bewaffneten Pilger zurückzuführen, die ihrer Enttäuschung über den vereitelten Kreuzzug dadurch Luft machen, dass sie die Ernten zerstörten und eine Hungersnot verursachten. Im September fand sodann ein Konzil in Toulouse statt, das sich aus allen Prälaten von Languedoc sowie den meisten einflussreichen Baronen zusammensetzte. Dieses Konzil verpflichtete durch ein Gesetz von Neuem alle Erzbischöfe, Bischöfe und unabhängigen Äbte, das System der Synodalzeugen wiederum in Anwendung zu bringen. Pflicht derselben sollte es sein, beständig nach Ketzern zu forschen und alle verdächtigen Häuser, unterirdischen Räume und anderen geheimen Plätze zu untersuchen. Zwar ist keine Spur dafür vorhanden, dass dieser Befehl auch befolgt worden ist und zu irgendwelchen Ergebnissen führte, wohl aber wurde auf Anregung des Legaten und Bischofs Fulco von Toulouse das Konzil selbst in ein Inquisitionstribunal verwandelt. Man hatte einen vollkommenen Katharer, Guillaume von Soulier, entdeckt und ihn nach der Bekehrung in seine gesetzlichen Rechte wieder eingesetzt, um ihn dadurch zu befähigen, gegen seine früheren Mitbrüder Beweise vorzubringen. Zugleich machte Fulco eifrig auf andere Zeugen Jagd. Jeder der anwesenden Bischöfe beteiligte sich an dem Verhöre, derselben und schickte sodann die schriftlich niedergelegten Zeugenaussagen an Fulco. So heißt es, wurden viele Geschäfte in kurzer Zeit erledigt.
Man fand, dass die Ketzer sich meistens zu gegenseitiger Verschwiegenheit verpflichtet hatten und dass es tatsächlich unmöglich war, etwas aus ihnen herauszubringen. Schließlich traten einige der Zaghafteren freiwillig vor und legten ein Geständnis ab. Als Bedingung für die Wiederaussöhnung mussten sie, gemäß den geltenden Bestimmungen, alles mitteilen, was sie über die anderen wussten. Auf diese Weise brachte man eine Menge von Beweismitteln zusammen. Diese nahm der Legat an sich und begab sich sodann von Toulouse nach Montpellier, um dort über das Schicksal der Angeklagten Entscheidung zu treffen. Zwar versuchten einige der kühnsten von ihnen eine juristische Verteidigung, sie verlangten die Namen der Zeugen zu erfahren und reisten zu diesem Zweck dem Legat nach Montpellier nach. Dieser aber wich ihnen aus. Unter dem Vorwande, sie wollten die Namen der Zeugen nur deshalb wissen, um diejenigen, die gegen sie ausgesagt hätten, zu töten, legte er ihnen ein Gesamtverzeichnis aller Zeugen vor, sodass die Beschuldigten ohne Verteidigung sich unterwerfen mussten. Er hielt darauf zu Orange ein neues Konzil ab und schickte die Urteile an Fulco, der sie an die Kirche St. Jakob den Angeklagten mitteilte, der sie in der Kirche St. Jakob den Angeklagten mitteilte. Die Aktenstücke des ganzen Inquisitionsverfahrens nahm der Legat mit nach Rom, in der Befürchtung, dass, wenn sie übelwollenden Leuten in die Hände fielen, sie die Ursache vieler Mordtaten werden könnten. Tatsächlich wurde auch eine Anzahl Zeugen schon auf den bloßen Verdacht hin erschlagen. Alles das zeigte, wie ein rohes und unbeholfenes Werkzeug die von den Bischöfen und deren Legaten ausgeübte Inquisition war und wie formlos und unsicher das ganze Verfahren sich abspielte. In den folgenden Jahren treffen wir einige Beispiele für die Anwendung der Synodalzeugen, so zum Beispiel auf den Konzilien von Arles 1234, Tours 1239, Béziers 1246, Albi 1254 sowie in einem Briefe des Alphons von Poitiers aus dem Jahre 1257, in welchem er seine Bischöfe ermahnte, Synodalzeugen zu ernennen, wie es das Konzil von Toulouse verlangt habe. Ein vereinzeltes Beispiel von der durch päpstliche Legaten ausgeübten Inquisition möge ebenfalls noch erwähnt werden. Im Jahre 1237 übten die Inquisitoren von Toulouse die Machtvollkommenheiten eines solchen aus, und zwar als Stellvertreter des Legaten Johann von Vienne. Und als in demselben Jahre das Volk von Montpellier den Papst zur Unterdrückung der Ketzerei um Hilfe anflehte, weil der Bischof offenbar untätig war, schickte dieser den Johann von Vienne dorthin mit der Weisung, energisch vorzugehen. Die Rechte des Bischofs wurden gleichfalls übergangen, als im Jahre 1239 Antichrist Gregor IX. Die Inquisitoren von Toulouse anwies, sie sollten den Instruktionen seines Legaten gehorchen. Indessen gerieten diese Funktionen der Legaten mit der Zeit so vollständig in Vergessenheit, dass im Jahre 1351 die Signoria von Florenz den päpstlichen Legaten bat, von einer gegen den Abt der Camalduenser erhobenen Anklage wegen Ketzerei abzusehen. Weil die Republik ihre Bürger wegen eines solchen Vergehens nur von der Inquisition richten lasse. Schon 1257 hatte Antichrist Alexander IV., als die Inquisitoren von Languedoc sich über den inquisitorialen Eifer des Legaten Zoen, des Bischofs von Avignon, beklagten, dem Letzteren unverzüglich bedeutet, dass ihm außerhalb seiner eigenen Diözese solche Machtbefugnisse nicht zuständen. So, das war eine schöne Einleitung in die Inquisition. Wir sprechen über die anfängliche Formlosigkeit, über die päpstlichen Legaten aus Inquisitoren, das Vorgehen der Päpste, das weltliche Vorbild und das Verschmelzen natürlich des Staats mit der Kirche, die Organisation der Gerichtshöfe, das Prozessverfahren, und das ist im Allgemeinen von Seite 341 angefangen auf 356 geendet, 15 Seiten gelesen, ein ordentliches Stück aus diesem Buch herausgehabt heute für diese Lesung. Und da ich vorgeschaut habe und dieses Kapitel noch unendlich viele Seiten weitergeht,
also das Kapitel sehr tiefgehend ist, habe ich beschlossen, dass wir hier im Augenblick einen Schnitt machen, weil wir hatten ja jetzt gerade eben noch mal kurz darüber gesprochen, alles das zeigte, was für ein unbeholfenes Werkzeug die Inquisition am Anfang war, und ein vereinzeltes Beispiel von der durch päpstliche Legaten ausgeübten Inquisition haben wir eben noch angeführt. Damit wollen wir schließen heute. Wir fahren nächstes Mal fort auf Seite 356, wo es über die öffentliche Meinung der herrschenden Klassen in Europa geht und was die verlangt hat. Und das ist ein interessanter Punkt, den man hier setzen kann, um zu sagen, hier schließe ich die Lesung ab und werde dann nächstes Mal fortfahren. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, für das Schauen des Videos, das Lesen des Buches, das Mitlesen des Buches, das sich weiterbilden in unserer wahren Geschichte und dass wir niemals vergessen, dass die Inquisition niemals aufgehört hat. Die ist damals wie heute immer noch gültig. Das Buch von Henry Charles Lear handelt von der Geschichte der Inquisition im Mittelalter und es gibt vielleicht mal irgendjemanden, der schreibt ein Buch über die Inquisition in der Neuzeit. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Oder auch die Inquisition der Endzeit, so kann man es auch nennen. Weil die Wiederkunft unseres Herrn ist nicht mehr lange hin. Und da sollten wir jeden Tag für auf unseren Knien zum Herrn für beten und flehen, dass er eben schnell zurückkommt. Und diesem Spuk, nenne ich es mal, hier auf dieser Erde ein Ende macht. Dafür kann es auch immer hilfreich sein, die Bibel zu Rate zu ziehen und die Bibel zu lesen und zu studieren. Und von daher verbleibe ich mit meiner innigen Bitte an euch, lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeine. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er so gut erschaffen. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen, Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen.
ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gewiesen. Darum wird er gepriesen. Darum gab er den Heiligen Geist, der ein Sünd und Laster meiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei thank you.